Kid Icarus war einer dieser sehr frühen Nintendo-Charaktere. Leider hat er den Sprung aus dem 8-Bit-Zeitalter nicht so wirklich geschafft und taucht heutzutage eher einmal als Bonuscharakter auf. Der kleine Engel hatte aber natürlich auch einen Auftritt auf dem klassischen Nintendo-Handheld. Wie schlägt er sich dort und wie spielt sich das Spiel eigentlich? Was taugt Kid Icarus für den Game Boy heute noch? Das Spiel wurde von Toast entwickelt und 1992 von Nintendo selbst bei uns veröffentlicht. In den USA erschien es ein Jahr früher und in Japan seltsamerweise zu der Zeit nicht. 2012 erschien es dann jedoch weltweit auf der virtuellen Konsole des 3DS. Das Reich der Engel ist von mythischen Kreaturen überlaufen, also macht ihr euch auf, um Ordnung zu schaffen und die drei versteckten Schätze wiederzufinden. Im Kern ist das Spiel ein Plattformer. Ihr bewegt den kleinen Engel mit dem Steuerkreuz durch die Level. Mit einem Knopf könnt ihr springen und mit dem anderen mit eurem Bogen schießen. Eine der Besonderheiten bemerkt ihr allerdings sofort: den Levelaufbau. Dieser ist nämlich nicht klassisch von links nach rechts orientiert, sondern von unten nach oben. Natürlich könnt ihr euch auch nach links und rechts bewegen, aber in dieser Richtung läuft ihr quasi im Kreis und der Plattformaufbau wiederholt sich ständig. Was macht ihr also in diesem eher ungewöhnlichen Aufbau? Im Prinzip ganz einfach: zum Ausgang gelangen. Dieser ist logischerweise immer ganz weit oben und auf dem Weg stellen sich euch so einige Gegner und sonstige Hindernisse in den Weg. Logisch, wäre ja auch sonst so einfach. Aber das Spiel bietet natürlich auch mehr als diesen simplen Unterbau. Jeder der Gegner lässt Herzen fallen. Diese heilen euch jedoch nicht, sondern sind die Währung des Spiels. Diese könnt ihr dann in den Läden innerhalb der Level gegen allerlei nützliche Gegenstände wie Hämmer zum Zerschlagen von bestimmten Objekten oder natürlich Lebensenergie eintauschen. Diese Läden könnt ihr in einer der Türen innerhalb der Level finden. Aber nicht nur Verkaufsstände findet ihr hinter diesen, sondern auch diverse andere Arten von Räumen. So wird in einem Pool mal eure Lebensenergie aufgefüllt oder ihr landet in einem Raum voller Fledermäuse, die ihr dann für Herzen erledigen könnt. Später bekommt ihr dann natürlich auch noch Waffen-Upgrades, Lebensenergieerweiterung und so weiter, das übliche eben. Das Spiel hat dabei sogar eine Speicherfunktion. Zu der Zeit auf jeden Fall nicht selbstverständlich und sowas sehe ich natürlich immer gerne. Die Grafik sieht durchaus ordentlich aus und nutzt die Technik des grauen Handhelds durchaus kompetent aus. Alles hat einen leicht altgriechischen Anstrich und das passt auf jeden Fall. Nur in der Themenvariation der Level, da habe ich etwas zu meckern. Das sieht auf jeden Fall denn doch oft sehr alles gleich aus. Beim Sound, da gibt es allerdings nichts zu meckern. Dieser ist hervorragend und gehört zu dem Besten, was das System zu bieten hat. Was taugt Kid Icarus für den Game Boy also heute noch? Ich finde das Spiel klasse. Es spielt sich einfach mal angenehm anders im Vergleich zur sonstigen Plattformer. Die andere Ausrichtung bringt auf jeden Fall einen frischen Wind hinein und es gibt viel zu entdecken. Eine klare Empfehlung für jeden, der einfach mal ein Plattformer spielen möchte, der etwas anders als der Rest ist. Das war ein Test zu Kid Icarus für den Game Boy. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist, ihr fantastischen Menschen. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.